Hi, hier ist der Alex Und der Stefan. vom Monatsmob. Monatsmob. Und heute erfährst du, warum wir im Monatsmob im nächsten Monat ganz viel lächeln. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Herzlich willkommen im Februar. Ja, es wurde wieder abgestimmt und das fremde Menschen anlächeln hat gewonnen. Ja, da Yeah. waren wir ja auch große Fans von. Ich glaube, wir haben es dreimal versucht, das Thema vorzuschlagen. Und jetzt beim dritten Mal hat es funktioniert. Aber das ist gut so, weil der Monatsmob ist auch dafür da, dass wir wirklich rausgehen und mit Menschen interagieren. Und das haben wir in den ersten 3 Monaten, 4 Monaten noch nicht so doll gemacht, wie man es machen könnte. Deswegen, das ist jetzt der Startschuss dafür und das freuen wir uns drauf. Ja, genau. Und also das war mir auch ganz wichtig, das Thema, weil ich ja auch durch den Monatsmob meine sozialen Kompetenzen etwas verbessern will. Und für mich ist dieses Anlächeln von fremden Menschen einfach so der Einstieg, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Deswegen, das wird auch wichtig sein für zukünftige Monatsmobbe, wenn es dann noch ein bisschen weitergeht und man mit Leuten dann wirklich ins Gespräch kommen will, das ist einfach so die Basis. Na, ist auch für mich eine Motivation. Ich bin jetzt auch nicht der soziale Supermensch. Also was Leute ansprechen angeht, deswegen auch für mich eine Motivation, ins Gespräch zu kommen. Und das macht man halt über den Blickkontakt zuerst. Und wenn man Leute anlächelt, dann ist die Chance, dass man ein gutes Gespräch eröffnet, höher, als wenn man so zu ihnen hinläuft. Ja, ganz genau. Und was auch schön ist, dass wir dadurch die erste Monatsmob-Aufgabe wieder auf den Plan rufen, reaktivieren. Die war ja rausgehen täglich 30 Minuten, weil wir gesagt haben, fremde Menschen anlächeln und fremde Menschen sind nun mal nicht in der eigenen Wohnung und auch nicht am Arbeitsplatz, wo man immer ist, sondern man muss dafür rausgehen und deswegen ideale Kombination mit der ersten Aufgabe. Und also das sind unsere Warums so und wir motivieren dich, dass du auch dein Warum findest hier für die Aufgabe, weil wenn du das hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du durchhältst oder dass, wenn du mal zweifelst, dass du dann durchhältst, viel höher, wenn du dein Warum kennst, wenn du dich daran erinnerst und dir vor Augen führst, warum mache ich jetzt das Ganze, was bringt mir das, wo führt das, zu was führt es, wenn ich es schaffe, Menschen anzulächeln. Also überleg dir das davor und dann kannst du die Aufgabe hier auch den ganzen Monat durchziehen und wir sagen ja jeden Tag rausgehen. Jeden Tag fremde Menschen anlächeln. Was mir da, also sehr gut, was du gerade gesagt hast, was mir da immer sehr hilft, dass ich mir das dann auch so visualisiere und mich reinfühle, wie sich das anfühlt, wenn ich dann wirklich mal so frei und locker bin, Leute einfach zu denen hinzugehen, mit denen ein kurzes, lockeres Gespräch zu führen. Das fühlt sich einfach total gut an und wenn ich daran denke, dann bin ich auch viel motivierter, da die Grundlage dafür zu schaffen mit dem Anlächeln in dem Fall. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Das ist ein guter Tipp, das könnte ich mal machen. Dass man sich das vorstellt davor, wie der Ausgang sozusagen ist. Ja, das ist, ja, da spricht jetzt wieder der NLPler. Ja. Und bei mir spricht der Angsthase irgendwo, weil fremde Menschen, Hilfe, ich könnte mich versprechen. Das ist gut, ein guter Impuls. Okay, dann ist jetzt die Ja. Frage, wie weit du jetzt schon bist, der du das Video siehst, wenn du sagst, du hast kein Problem, Leute anzuschauen. Ins Gesicht zu schauen, fremden Menschen, dann kannst du gleich mit dem Lächeln anfangen. Wenn du allerdings jemand bist, der sagst, oh, ich schaue eher so auf den Boden, wenn ich außen rumlaufe und traue mich nicht, die anderen anzuschauen, haben wir uns überlegt, in welchen Stufen du vorgehen kannst, um da Vertrauen zu gewinnen zu anderen Leuten. Und da ist der erste Schritt, Leuten kurz in die Augen zu schauen und dann wegzuschauen, wenn sie dich anschauen. Das ist so das Erste. Und dann kannst du das langsam steigern und kannst den Blick dann länger halten. Versuchen und vielleicht kommt dann die Sorge bei dir, was ist, wenn die Leute mich dann anmachen, hey, was schaust du mich an oder so? Dann kannst du ja immer noch sagen, ja, ich habe gedacht, ich kenne dich irgendwo her. Also, falls du diese Sorge haben solltest. Und dann, wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kann man anfangen zu lächeln. Und da war dein Vorschlag, Alex, erst lächeln, wenn man den Blickkontakt hergestellt hat, ne? Finde ich auch gut, weil gleich zu lächeln ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnell.
Ja. Auf der anderen Seite, es ist auch so, ich habe das schon mal, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bin jetzt da auch kein Experte. Ich habe es halt immer nur so kurz mal gemacht, nie so konstant, habe es deswegen auch nicht beibehalten und mache es jetzt auch nicht mehr so richtig. Aber mir ist halt einfach aufgefallen, da ich zumindest immer andere Leute anschaue, dass es teilweise schwierig ist, einen Blickkontakt überhaupt herzukriegen, weil viele Leute irgendwie in ihrer eigenen Welt sind, gerade ausschauen, nicht in deine Richtung oder auf dem Boden. Und wenn sie dich anschauen, ist es manchmal auch so, dann gucken sie dich kurz an, merken, dass du sie anguckst und dann gucken sie gleich wieder weg. Was aber bei Deswegen, Kindern nicht der Fall ist, habe ich nee, auf festgestellt. gar keinen Fall. Bei Kinder Kindern halten ist den auch, Blick, das ist so krass. Da ich bin finde, ich bei dann immer Kindern ist derjenige, es der auch, wegschaut. das ist jetzt vielleicht, das haben wir vorhin gar nicht besprochen, aber das ist vielleicht auch ein guter Tipp, vielleicht mit Kindern mal anzufangen, weil Kinder lächeln dich meistens schon an. Okay, Ist stimmt, mir ja. aufgefallen. Und da ist es eigentlich total easy, dann zurückzulachen. Und dann hat man schon so Lachen auf den Lippen. Dann kann man vielleicht die Mama oder den Papa dann noch anlächeln. So. Ja. Dann bist du gleich der Freund der Familie. Genau. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, manchmal ist es halt ein bisschen eine Herausforderung, den richtigen Moment abzupassen. Das schafft man vielleicht dann am Anfang nicht, weil die Leute dann gleich wieder weggucken, aber ist ja nicht so schlimm. Das, mit der Zeit kriegt man dann diesen Moment trotzdem raus. Und ich habe Genau. sogar die Erfahrung gemacht, dass Leute dann, wie ich gerade gesagt habe, die gucken dann schnell weg, dann merken sie aber, oh, der hat mich ja angelächelt, dann gucken sie wieder zurück. Echt? Okay. Man sieht dann richtig kurz, wie es arbeitet im Hirn und dann schauen sie wieder her. Dann können sie in dem Moment so eine Fresse nach unten ziehen, dann werden sie sich auch denken, was ist mit dem los? Naja. Ja. Jetzt ist aber natürlich die zentrale Frage, wenn ich das jetzt noch nicht gewohnt bin, kostet es ja auch ein bisschen Überwindung, da einfach zu lachen. Wie kann man das jetzt schaffen, da zu lachen? Also welche Techniken gibt es da? Und wir haben uns einfach überlegt, was sehr gut funktioniert, weil man an etwas, jeder hat sehr schöne oder sehr lustige Szenen in seinem Leben, wenn er sich an die erinnert. Ich muss jetzt schon wieder lachen, wenn ich da an eine Sache denke. Wenn man das genau in dem Moment abruft oder wenn du das in dem Moment abrufst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du lachen musst und dann kommt das Grinsen sowieso ganz automatisch. Genau, und was man machen kann, ist, dass man sich die lustigsten Szenen einfach nochmal ins Gedächtnis ruft und auch mal aufschreibt davor. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich kann dann nachschauen, was waren meine lustigsten Szenen. Das ist cool, weil dann hat man sie, dann hat, verinnerlicht man sie mehr, wenn man sie aufgeschrieben hat. Also überleg dir mal vorher, wenn du nicht eh schon lächeln kannst, es gibt ja Leute, die nicht können, dann schreib dir ruhig mal auf, was waren die lustigsten Szenen in meinem Leben. Und dann hol die einfach dann her, wenn du außen bist und jemand dir entgegenkommt und du lächeln willst, dann denk an die Szene. Und vielleicht auch ganz klein denken. Also bei mir eine der lustigsten Szenen, das ist total unspektakulär. Das ist eigentlich nur ein Hund, der irgendwo auf einer Straße steht, aber der stand da so stocksteif und der Schwanz, der war wirklich so in einem perfekten 90-Grad-Winkel ausgerichtet, wie so, also wirklich, als ob er einen Stock im Arsch hätte. Also einfach dieses Bild, ich finde es total lustig und das war überhaupt nichts Spektakuläres. Ja. Was ich mir manchmal noch vorstelle, das habe ich dir vorhin schon erzählt, das habe ich auch schon manchmal ausprobiert, wenn ich jogge. Wenn ich beim Joggen war, habe ich das schon manchmal ausprobiert mit dem Anlächeln und dann stelle ich mir in dem Moment einfach vor, wie es mich hinhaut. Das ist zwar irgendwie so ein bisschen Selbstsabotage, aber ich stehe so auf Slapstick und wenn jemand einfach nur hinfällt, dann ist das für mich meistens lustig. Und wenn ich selbst hinfalle, dann tut es ja niemand anders weh. Von daher stelle ich mir vor, wie ich hinfalle. Dann muss ich da selbst drüber lachen, wie der andere dann auch drauf reagiert, weil vielleicht lacht der auch und das führt dann Ja, zu, dass ich lächle, mindestens lächle. es kann sich jeder für seinen eigenen Humor da eine passende Szene dann aussuchen, was da alles passieren kann. Also was man auch noch machen kann, ist einfach sich vorzustellen, wie der andere zurücklächelt. Man kann sich vorstellen, wie der beste Freund oder eine andere liebe Person um die Ecke kommt oder ein Hund mit Stock im Arsch. Oder was du auch noch vorgeschlagen hast vorhin, dass man sich vom Rausgehen in eine positive Stimmung versetzt. Ja. Zum Beispiel mit Musik, dass man einfach seine Lieblingsmusik hört. Das mit der Musik kann man natürlich auch draußen machen. Also man kann natürlich auch einfach Musik hören, während man durch die Straßen läuft und Menschen anguckt. Und dann dadurch, dass es einfach eine Musik ist, die einen in eine positive Stimmung versetzt, kommt das Lächeln auch vielleicht viel besser.
Für mich persönlich ist das jetzt nichts, weil ich, wenn ich Musik höre, ich tauche da mal so tief ein, dass ich dann in meiner eigenen Welt bin und nicht so gut Kontakt zu anderen Menschen aufbauen kann. Aber wie der Stefan im Vorgespräch schon gesagt hat, vielleicht hilft es auch manchen Leuten, weil es ja so ein bisschen dann, man fühlt sich dann so ein bisschen sicher in so einer Schutzblase, vielleicht in seiner eigenen Welt. Und vielleicht hilft es manche auch, weil sie sich dann nicht so angreifbar fühlen. Ja, und auch der nächste Punkt, den wir haben, wenn du in der Gruppe unterwegs bist oder mit einer zweiten Person, dann fühlst du dich normalerweise auch sicherer. Und dann kannst du auch das Lächeln noch besser vielleicht machen. Was aber nicht so gemeint ist, dass dann du mit den anderen zusammen den Menschen anlächelst, weil dann kommt das sich vielleicht auch veräppelt vor, wenn dann fünf Leute ihn gleichzeitig anlächeln. Das ist, würde Genau. mich auf mich befremdlich wirken. Dann denkt derjenige sich wahrscheinlich auch, er hat jetzt irgendwie einen Huhn auf dem Kopf Ja, oder genau, irgendwie fragt sich sowas. dann, was los Deswegen ist. vielleicht nur einer den anschauen von eurer Gruppe. Also du. Ja. Und für den Start kann es auch hilfreich sein, auszuprobieren, ob es leichter ist, Männer oder Frauen anzulächeln. Ich meine, ist jetzt die Frage, was da euer persönliches Ziel ist. Mein Ziel ist es, Männer und Frauen anzulächeln, letztendlich. Ja, aber vielleicht Meins sind ja auch, manche aber mir Leute auch. fällt es bis jetzt mit Frauen leichter, muss ich sagen, aber das kann sich, wird sich hoffentlich ändern. Ja. Und Stefan hat noch einen Tipp, wenn er wie ein Blitzer auf dem Fahrrad unterwegs ist. Dann, genau, dann fühle ich mich auch sicherer, weil ich wieder schneller weg bin. Also von daher, vielleicht, wenn du anfangs Startschwierigkeiten hast, dann setz dich auf ein Fahrrad. Fahr nicht zu schnell, weil sonst ist es auch sinnlos, an Leuten vorbeizurauschen und zu lächeln, aber dann ist man sozusagen schneller weg aus der Gefahrenzone. Genau. Ja, wo kann man jetzt überall hingehen, um Leute anzuschauen? Das ist natürlich dann die Leute, die in der Stadt wohnen, sind es dann wieder deutlich im Vorteil. Einfach überall hingehen, wo Menschen sind. Ich werde es vorzugsweise draußen machen, einfach auf dem ja, einfach Gehweg, einfach ja, Ich um auch, ja. unterwegs sein, Was noch weil. geht beim Warten generell in der Supermarktschlange, an der Haltestelle, beim Bäcker, im Wartezimmer vom Doktor, falls du beim Doktor bist. Genau, all solche Sachen im Restaurant, die Leute am Nebentisch, In überall Bahn, wo. Bus und Zug, wo man auch dann länger sitzt, da kann man vielleicht sogar irgendwie länger öfter mal hinschauen, keine Ahnung. Das geht dann Richtung Ja. Flirten, vermutlich. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man das damit machen kann. Aber es soll jetzt kein Flirtmonat sein. Also, wenn ihr das machen wollt, gerne. Aber unser Grundziel ist es, jemand. Genau, das bin uns zum nächsten Punkt. Ich schließe vielleicht mal an. Das Minimalziel für alle ist jetzt, dass wir jeden Tag rausgehen und mindestens einer fremden Person in die Augen schauen. Das ist unser Minimalziel. Was wir auch jetzt euch einfach mal mitgeben. Und mein persönliches Ziel ist, dass ich mindestens eine Person pro Tag anlächle und dass ich insgesamt über den Monat dann 15 Mal es schaffe, dass die Person auch zurücklächelt. Ich habe das schon mal ansatzweise bei jemandem geschafft und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Der dann so verschmitzt in sich reinlächelt und wegschaut. Das war cool. Ja, also ich habe es einmal geschafft, dass sogar mein Gegenüber dann so ein richtig breites Grinsen hat und das war wirklich, also es war wirklich der Hammer. Muss ich es vorstellen, man selbst grinst so und der andere grinst dann noch mehr und dann grinst man selber noch mehr und das ist wirklich Wahnsinn. Irgendwann hebt man ab. Ja, genau. Was war dein persönliches Ziel für den Monat? Auch Ach so, ja, 15 Mal? richtig. Ja, ich hatte mir ja am Anfang überlegt, wirklich jeden Tag einen Menschen zum Lächeln zu bringen. Habe mir dann aber überlegt, das ist vielleicht doch ein bisschen hart, weil dann bin ich vielleicht auch jeden Tag etwas verbissen unterwegs, weil ich jemanden zum Lächeln bringen muss. Und dann bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr so locker und ja, dann wird es nicht so spaßig, die Aufgabe. Deswegen schließe ich mich bei den 15 Mal Zurücklächeln an. Cool. Jeden Tag lächeln. Ja. Und dann können wir uns gegenseitig dann auch auf die Finger, auf den Mund schauen, ob wir denn gelächelt haben. Also, wir ermutigen dich, dass du den Umsetzungspartner suchst, am besten in unserer Facebook-Gruppe, mit dem du dann dich täglich am besten drüber austauscht, jeden Abend und Bericht erstattest, wie hat das heute funktioniert, was kann ich besser machen. Kannst natürlich auch öffentlich schreiben, ich meine, wir sind ja alle Umsetzungspartner, aber es ist viel hilfreicher, wenn du dir einen konkreten raussuchst, mit denen du dann auch persönlich vielleicht schreibst. Und Genau. wir werden das jetzt auch intensivieren und uns öfters schreiben als bisher oder öfters telefonieren, wie auch immer. Ja,
Selbstverständlich kannst du dann natürlich auch leicht Leute beschlagnahmen außerhalb der Monatsmob-Gruppe. Ich denke, wenn du einfach einen guten Freund oder eine Freundin fragst, hey, lass uns doch da mal was starten zusammen. Vielleicht hat er da jemand Lust drauf. Das ist eine gute Idee, weil dann kann man den gleichzeitig auch noch zum Monatsmob einführen. In den Monatsmob einführen. Dann Monatsmob weg. einführen. War das falsche Wort. Und also es ist ja eine sehr, eigentlich ist es eine sehr motivierende Aufgabe, weil man tut was Gutes für sich selbst. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man selbst lächelt, wenn man von anderen angelächelt wird, und man tut ja auch noch was Gutes für die Welt. Ja. Lächle in die Welt und die Welt lächelt zurück. Oh ja. Oh ja. Was du dann auch noch machen kannst, so als letzten Punkt, dass du das Ganze auch misst. Also dir zum Beispiel eine App holst. Da gibt es für Android eine App, die nennt sich Habit Bull. Können wir auch noch verlinken unter dem Post. Und Habit List gibt es für iPhone. Und da kannst du dann die tägliche Aufgabe anlegen. Ich will täglich jemanden anlächeln. Und dann dir eine Erinnerung auch einrichten, zum Beispiel um 15 Uhr, dass die App dich fragt, ja, wie schaut's aus, hast du heute schon angelächelt? Und wenn du dann siehst, nein, dann gehst raus und lächelst jemand an. Kann man natürlich auch offline machen mit der Checkliste, dass man sich einfach an die Wand hängt, heute schon gelächelt und dann einen Haken macht, um dran zu bleiben, um auch dann messen zu können, wie gut klappt es und dann mit dem Umsetzungspartner zu schauen, was muss ich denn vielleicht noch ändern? Oder uns zu fragen, was kannst du noch tun, was kann ich noch tun, um es besser zu machen? Ja, da fällt mir jetzt gerade auch wieder was ein, was wir vorher nicht besprochen hatten. Aber wenn es jetzt gerade um Smartphones geht, man könnte ja auch, wenn man lächeln will unterwegs und jetzt nicht richtig weiß, wie man das Lächeln herbekommt, kann man ja vielleicht auch irgendwelche blöden Videos auf seinem Smartphone speichern oder gucken. Gibt ja immer irgendwelche kleinen YouTube-Clips, was jeder lustig findet mit irgendwelchen Tieren oder so. Da hat der Stefan sicher auch, da gibt es ja auch vom Stefan eine Facebook-Seite Ach so, mit stimmt, ja. allerhand Content dafür. Dann ist bloß noch die Herausforderung, ich finde die Idee nicht schlecht, aber die Herausforderung ist, dass du dann vom Smartphone nach oben schaust und immer noch lächelst. Und nicht gegen irgendeinen Baum läufst, noch bei der Gelegenheit. Ne, ich dachte bloß, wenn du so unterwegs bist, so als kurze Motivation Das zwischendurch stimmt. nochmal. Das ist Es gut, ja. ist nicht die ganze Zeit nur Videos gucken, um Himmels Willen. Ich dachte bloß, wenn ich so ein richtig lustiges Video gucke, dann hält mein Grinsen sicher noch für ein paar Minuten nach. Also. Da habe ich einiges auf Lager und einiges gesammelt, was man dann auch posten könnte in dem Monat. Das können wir auch gleich am Anfang machen eigentlich. Ja. Ja. Gute Idee. Ansonsten, was mir wichtig ist, nochmal zu betonen, was wir am Anfang gesagt haben, dass du für dich den Grund findest, warum du das machen willst. Weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei der Motivation. Wenn du es nämlich einfach so aus Spaß machst und gar nicht richtig weißt, warum und welchem höheren Ziel das Ganze dient, dann ist es schwer, am Ball zu bleiben. Genau, deswegen schreib dir das ruhig auch schriftlich auf, warum du es machst. Und druckst dir aus oder hab's zumindest irgendwo, wo du es wieder abrufen kannst. Gut. Cool, dann lächeln wir Dann sind wir jetzt. bereit zu lachen und zu lächeln, würde ich sagen. Cool, wir freuen uns auf die Rückmeldungen von euch, von dir. Schreib unter das Video, schreib in der Facebook-Gruppe, schreib uns eine E-Mail. Du weißt, wie du uns erreichen kannst. Und wir lächeln dann vermutlich auch, wenn wir deinen Input lesen. Oder geben dir Tipps, wie du noch mehr lächeln kannst. Gut, In diesem also dann Sinne. viel Spaß, ich freue mich drauf. Jo, ich mich auch. Bis dann. Ja, Ciao. ciao. Monatsmob.